Bist du bereit? Hi liebe Leute, willkommen zurück zum zweiten Teil hier von unserer Nintendo XMS Mall Tour. Das Handy ist wieder in der Kamera bzw. Wirklas spielen. Wir werden jetzt erstmal Mario und Sonic bei Numpis ein Spielen. Ein Spiel, auf was ich mich sehr freue. Hab's auf der Gamescom schon angespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, das hier nochmal antesten zu können, bzw. das Sen. Ja. Geh nach vorne. Sen wird jetzt antesten. Genau, ich komme einfach mal mit der Kamera hinterher, dass wir schön ein bisschen Gameplay sehen. In der Hoffnung, dass man es jetzt einigermaßen sieht. Stelle ich das Sen noch gescheit ein. So, letzte. Funktioniert doch nicht einigermaßen, ne? Ich mach mich wieder hier hin. Ich kenne die Steuerung nicht. Das habe ich sogar genau das habe ich auf der Gamescom gespielt. Du musst mit den beiden Bewegungssteuerung an. Dann musst du mit den Fingern aufladen. Also er macht so mit den Fingern. Und da das mit den Fingern so macht, bewegen sich die Charaktere, ja? Mal ein bisschen zurückgehen. Jetzt habe ich es verstanden. Er hat es jetzt verstanden. Schauen wir doch mal, ob er es wirklich verstanden hat. Schauen wir doch mal, ob er es jetzt wirklich verstanden hat. Seht ihr auch das Gameplay? Und hier seht ihr Sen in Aktion. Ja, das ist wie mit Bewegungssteuerung, das heißt, du musst einfach seine Finger bewegen. Was meinst du? Ja, Sonic ist einfach der Schnellste. Ja, aber probier's nochmal, dann nimm du mal Sonic. Warte, ich nehm Shadow. Probier's nochmal mit Shadow, vielleicht geht's ja damit, wer weiß. Willst du mal Sinn probieren, geht über Studieren, also probier mal's nochmal aus. Vielleicht klappt's dann mit Shadow besser. Aber die Steuerung hast du draußen, ne? Wie findest du Bewegungssteuerung? Ja, die Steuerung, warte, ich schau nochmal. Warte, vor dem Start auf. So? Danach so. Ja, so ein gut, dass du musst deinen ganzen Arm irgendwie verrenken, damit das Ganze funktioniert. Aber das ist, denke ich mal. Sollte ich denn bekommen? So, sieht natürlich den Sen wieder hier in Aktion. Ich finde das so viel besser, wenn ich Kamera machen bin. Da kann ich nämlich einfach alles bedienen hier und selbst kommentieren, was er hier macht. Ich finde das so witzig, wie der hier einfach da steht und strampelt wie ein Weltmeister mit seinen Armen. Da hat dich der einfach da Sonic überholt? Hä? Hat dich der Sonic überholt? Nee, Sonic konnte mich nicht mehr einholen. Ah, du hast Sonic überholt. Wunderbar. Hast du sehr gut gemacht. Zu schnell, aber warte, ich versuch's nochmal, um jetzt in den 10 Sekunden zu sein. Das bekommst du hin, aber in zuversichtlich. Es sei auch wieder bei dem Video gesagt, vielen, vielen Dank an Nintendo und vor allem hier an den, Nintendo richtige Erik. Wie hieß der immer nochmal? Erik, das ist... Erik, richtiger Erik. Der Erik hier ist ein richtiger Ehrenmann. Gibt uns so, ich kann mir das nicht zeigen, ich sag's nach der Runde, was er uns gegeben hat und überhaupt das Ganze geklappt. Geht jetzt mal vielen, vielen Dank raus. Ja, läuft doch einigermaßen. Sen, hol mal so einen Beutel. Zeig einfach mal nochmal in die Kamera Cam zeigen. Das hier haben wir bekommen. Bitte? Ja, ist gut. Was geht ab? Ja, ärgerlich, dass wir so einen Beutel bekommen haben. Willst du mal einen anderen Sportart ausprobieren? Nee, ich probiere eine andere Disziplin aus. Ich frag's, willst du noch ein anderes Sport ausprobieren? Du so, nee. Ja, aber kein Wunder, es ist hier schon sehr laut, also
Der nächste Vergleich ist dem, was auf der Gamescom ist. Hast du eine ausgewählt? Ja, 4x100 Meter. Ich nehme einfach. Bist du gut in 4x100 Meter? Ich nehme einfach die 4 gecheatesten Heroes in Sprinten. Ja. Übrigens, da durch. Sonic, Shadow und Yoshi. Genau. Du hast das auch hier wirklich aktiv Kamera machen. Wenn es haust, dass hier auch alles so weit funktioniert. Weil in der ersten Part war der Bildschirmschrecken, alles ist übrigens immer viel dafür. Diesmal schaust du auch mal an Sendes Bild dran zoomen und an das Spiel. Und da funktioniert das jetzt besser. Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Wenn ihr wollt, dass sowas öfter machen, wie gesagt, immer Ärger an Nintendo, dass es klappt, dazu auch ein Ende mehr. Jetzt fängt er an mit der Disziplin, das heißt, ich begebe mich wieder schön hier raus. Und wir zoomen wieder rein ins Spiel. Und schauen, wie es diesmal wird. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Nice. Wir bauen hier ringsum auch gerade so eine kleine Fanbase auf, gehabt, wa? Komm, schneller! Renn! Schaffst du? Schaffst du? Ah! Ja, go, go, go! Komm, komm, komm! Na! Das nächste Mal klappt es auf jeden Fall. Bist du zufrieden trotzdem mit zweiten Platz? Nein. Nein. Ja, wer ist ja auch nicht. Ne? Muss ja Ehrgeiz haben. Aber jetzt probiert es nochmal. Mal sehen. Vielleicht ist er ja diesmal besser. Hoffen kann man es ja mal. Ne? Du brauchst das Ganze auch hier. Ich glaube, du verlierst ab und zu mal ein bisschen an Power irgendwie. Jetzt hab ich's. Genau, jetzt an Yoshi übergeben. Und hat. Schaffst du, Yoshi, spring, du fetter Dino. Schneller. Ah. Lagst du am fetten Dino? Oh, er ist einfach nur traurig, verständlicherweise. Mal sehen. Jetzt schaffst du, da bin ich auch ganz bei dir. Aber muss ich jetzt hinten, ich bekomme ja das Kabel verwirrt hier unten bei dem Mikrofon-Zeug. Das ist ja. Aber immer ist das Kabel lang genug, dass ich einmal wirklich hier auf einer Seite ist, kann ich es auch hin. Schauen wir mal von hier schon hier, Leute. Jetzt seht ihr auch immer eine Aktion, wie man jetzt seinen Arm hier so machen muss. Das muss er aber machen. Aber noch hältst du dich so erst ganz gut hier. Ja? Komm! Yeah! Run! Das läuft doch jetzt nicht mal. Spurten und Yoshi ist schon on the way. Oh komm, nein! Komm, schneller! Yoshi! Nein! Hurensohn Knuckles! Fuck Knuckles! Das ist mal kurz ein Zimpfwort. Ja, alles fuck gut. Knuckles. Seh. Das schaffst du es nicht mal, ein Fluch in der Sekunde Öffentlichkeit. Kannst du mich doch, ich bin der Flucher hier in der Kunde. Ja, trotzdem, yeah. Warte, jetzt boxen einfach so. Jetzt. Wir müssen natürlich sagen, weil es ja alles von Nintendo nutzt. Das ist ein ganz tolles Spiel, was uns viel Spaß macht. Was? Wir müssen das Spiel natürlich immer noch gut reden. Nein, Herz, es ist wirklich ein tolles Spiel. Ist meine persönliche Meinung, macht viel Spaß. Ja, nimm doch mal Knuckles, probier mal mit Knuckles aus. Du stehst auf dem Kalt. Danke. Ja, nimmt Luigi. Ich bin eher Mario-Fan als Luigi-Fan. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr unsere Mario- und Sonic-Party gesehen habt. Thomas mal wieder, wie er ein Boxen das hier machen wird. Auch hier sieht man immer wieder seine Arme zum Boxen bewegen, damit der Spaß funktioniert. Aber jetzt nochmal lieber in Fullscreen zu. Weil gerade bei Boxen ist das doch deutlich angenehmer, im Fullscreen zu sehen. Denke ich mir zumindest, ne? Aber merkt ihr doch, langsam Richtung Abend ist ja doch ein bisschen weniger los irgendwie, aber ich find's echt angenehm hier. Aber Bowser ist so ein ganz wenig Gewicht, ne? Hat bei Boxen was eher Bowser übernommen, aber der hat da so definitiv eher mehr im Vorteil so.
Axley. Oh, du hast Bowser geschlagen. Machst du sehr gut. Luigi, schlag nicht nur Geister, sondern auch Bowser. Uff, das war ja ein sehr krasser Spruch. Dann ist hier der Bowser wieder groß und hier seht ihr den Sen auch mal in Aktion. Am Schlagen gegen Bowser. Oder wie man auch so nennen kann, Browser. Sag mal, du hast die Superpower, nutz sie mal aus. Ach, das stimmt, das ist Bowser, sorry. Brr. Kompletter Fail. Ich finde es aber auch süß, wie das animiert ist mit dem ganzen Typen im Hintergrund. Zweite Runde. Let's go. Baller hinweg. Hat, hat, hat. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen hier mehr ins Gameplay rein. Wie gesagt, das ist nur abgefilmt hier, weil das macht dann nichts. Das ist wie gut genug. Zu Hause haben wir natürlich die bessere Qualität, aber hier reicht das uns ja vollkommen. Das ist ja klar. So, ich lege das hinten mal am Mikrofon ab, weil ich hier was zum Trinken hole, Leute. Ich hab's schon gesagt, ich muss immer wieder was trinken, weil ich erst viel los ist. Ich hab hier diesen Ehren Edeka ist hier dabei. Er ist da keine Slice-Werbung, der ist Essen als. Muss sein! Aber was ist denn hier los? Bowser hat es einmal niedergemacht. Yes! Knockout! Ah, jetzt! Darf ich mitspielen? Wir haben einen Tourist. So, jetzt haben wir noch einen Mitspieler, der super, super überweise auch gar nicht im Bild steht. Nein, geht eigentlich total. Könntest du vielleicht noch ein ganz kleines bisschen nach links gehen? Das war super, danke. Geht das irgendwie bei euch? Das kann man, ja. So, jetzt machen wir mit dem Zuschauer Multiplayer. Den anderen zeige ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob das will. Aber zum Sand kommen wir wieder ein bisschen ranzoomen. Der bereitet sich hier vor, muss Controller drücken. Fangen wir mal. Sven, hast du Spaß? Ja, würde ich sagen. Ja, zu Recht. Bist du bereit? Meinst du, wirst gewinnen? Ich weiß nicht, wie stark er ist. Ah, ich war auch nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Ja, trainierst. Ich habe Sport-Erfahrung. Ja, wie Sport. Ja, wie Sport. Das kennt man noch. Ich bin gespannt und wir sehen es jetzt auch wieder im Großscreen. Sen zu rechts und der Zuschauer hier auf der linken Seite. Schauen wir nochmal, wer gewinnen wird. Ich kommentiere das ganze Jahr und Abend live von dem von den Pep-Arkaden hier in München bei der Nintendo X-Mess Small Tours 2019. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich bin David und wir kommentieren das Ganze jetzt hier. So nach dem Motto, es ist sehr spannend. Noch ist alles offen. Bei beiden Seiten, ne? Gegner nehmen das nichts, senken ist nichts, aber auch zu Rest. Und das ist wirklich, wirklich spannend, dass sie abgeht. Aber. Mal sehen. Bist du Mario oder bist du. Oder? Ich bin Luigi. Bist du Ezi? Hast du gut gemacht. Applaus. Yes. Damit die erste Runde ging es um Martin. Mal sehen, ob es mit der zweiten auch so sein wird. Das wird sich noch herausstellen. So. Oh. Ja, um wieder zu überleben, muss man ganz schnell so die Controller schütteln. Ist jetzt sehr schön, das Spiel, vor allem mit den Bewegungsstörungen. Eine Sache, die ich definitiv auch nochmal irgendwann jetzt playen muss. Nehme ich mir auf jeden Fall vor. Das muss einfach sein. Weil das Spiel echt viel Spaß macht. Ich glaube, das Sand könnte sich auch durchaus vorstellen, so ein Display. Ich will jetzt nicht gerade fragen, während er hier konzentriert am Kämpfen ist. Das ist ja ganz klar. Aber ich denke mal, da kann es nach Weihnachten durchaus mal sein, dass es da was gibt. Ich meine, wenn wir so zu viel Ehre erleben, muss das einfach sein. Bam. Aber die nehmen sich echt nichts. Sie sind beide wirklich, wirklich gut. Also ich bin echt gespannt, wie dieser Kampf jetzt ausgehen wird. Das kann beides sein. Kann sein, dass Sunny gewinnt oder dass der andere gewinnt.
letztes, wie es ausgehen wird, die werden sehen. Ich denke mal, so geht es auch einigermaßen von der Qualität, was ihr sehen könnt. Klar, ist nicht so geil wie Capstar Card, aber es müsste schon gehen. Und bist du bereit? Gerade Stress, Stress, Stress. Oh. Sieg von Luigi gegen Mario. Mario fordert eine Revanche an. Nimmt Luigi sie an. Ja, Luigi hat Ärger, fühlt sich das. Nicht annehmen. Ja, jetzt machen wir mal eine Revanche und mal sehen. Aber hast du es mal gut gemacht, die erste Runde? Dankeschön, Dankeschön. Darf man mal allen ein Like geben? Vielleicht wird das Charakter gewechselt. Mal sehen, wie dieses im Hintergrund dazu entscheiden. Und es macht echt viel Spaß, das hier einfach ein bisschen mit zu kommentieren. Vor allem von vorne. Schwitzt immer zwischen vorne und hinten durch. Ja. Mal sehen, wie es jetzt wird. Sporterfahrung und so, also. Yes. Wie Sport, okay. Sport, ja, wie Sport. Die noch. Natürlich. Wie Sport Boxen war damals auch eine große Sache. Wie Sports, denke mal, alle Nintendo-Fans werden Wii Sports kennen. Ziemlich, ziemlich sicher werden die das kennen. Ab und zu beim Boxen kann es mal sein, dass die Hände reinragen oder so, da wenn es Hülle ist, mit, aber besser geht das einfach nicht. Aber ich denke mal, das ist so auch gut genug. So, ja, nach den Effekten muss man gleich mal die Powerbank hier schnecken. Weil sonst raucht mir der Akku ab. Wie viel Prozent? In 20% habe ich noch. 50, ja, das geht ja noch ein bisschen. Schummglück. Ne, hier könnte man es ja noch ein bisschen in Aktion sehen, vielleicht mal nebenbei. Vielleicht jetzt auch mal ein bisschen geiler, wenn man ihn jetzt auch mal mitsieht von der kleinen Runde. So, go, 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 Team 10, Team Gamercast. Mal sehen, wie es jetzt hier wird. Ja? Dem ist ja beide wirklich so nix, also beide echt sehr, sehr gut. Aber ich schaffe es echt nicht zu blocken, ich bin zu dumm, um zu blocken. Dann lern blocken, sonst wäre es nicht. Ich habe die Steuerung auch davon noch nicht mehr angeschaut, also. Ah, da haut der gleich ohne Steuerung aus, da sieht er mal, ne? Aber auch so Rest. So, wir gehen wieder rein ins Gameplay. Dann könnt ihr das hier wieder. Jetzt hab ich zu weit reingezoomt. Jetzt. Ah, Sen, was ist denn da los bei dir? Hä? Ansage ist raus, ne? Ja, sagen wir, Ansage ist raus, ne? Hier sehen wir nochmal einen Sen in Aktion. Ich finde es eben auch interessant zu sehen, wie er einfach gespielt, denn die ganze Zeit mit seinen Armen bewegt, das ist eben das Teuer an der Bewegungserhöhung, die es hier gibt. Also ein bisschen ein Zopping-Verkaufstyp, aber ist hier eben auch so. Ich tue die ganze Zeit hier mit den Händen so bewegen, bewegen, bewegen und das ist einfach eine sehr tolle Sache, dass die hier geht. Ein bisschen überfordert das hin, macht es so seine Haare, dies, das. Und das ist jetzt die zweite Runde, mal sehen, ja, wie die wird. Eben. Igel stessen, das ist ja auch mal. Ich weiß, ein Hedgehog heißt Igel auf Englisch. Oh, da haut er jetzt raus mit seinem krassen Igel-Skill. Also, jetzt haut er sein Englisch. Ich meine, Sen, du musst bedenken, wir sind hier im Nintendo-Universum. Da kann es schon sein, dass da vielleicht jemand Sonic nicht so unbedingt kennt, ne? Was ist denn da passiert? Da hat der Luigi jetzt einen Geist gesehen, oder wie? Das ist eine Sache. Und da kommt er wieder zum Leben, aber die schwitzen so wortwörtlich schwitzen die Charaktere schon. Und eine sehr schöne Sache. Die nehmen sich erst nichts hier, ne? So, mal sehen, wie es in der Runde wird. Also, ja, noch in Runde 3, ne? Noch ist wieder alles offen und zum Anfang ist einfach so toll mit der Bewegungssteuerung. Die ganze Zeit werden sie so umfuchteln müssen. Das ist eine Sache, die mag ich an dem Spiel einfach total gern. Ja, ja, dass man einfach so Bewegungssteuerung einsetzen muss. Das ist eine sehr schöne Sache. Ein Beispiel hier, ja, wenn er jetzt verreckt, muss er die ganze Zeit die mit den Armen so machen, damit einfach Luigi jetzt wieder belebt und dann wieder weiterkämpfen kann. Sieht man ja hier, ne? Die ganze Zeit. Und dann. Klitschko Junior, wir gewinnen!
Ja, Sam, was ist denn da passiert, hä? Ja, du wolltest nichts mehr. Ja, das weiß man jetzt, ne? Das ist wahrscheinlich wegen Smash Bros. Und dann auch nur. So, darf ich das spielen? Mach dir noch eine andere Disziplin, oder? Neue Disziplin. Das sind so eine Spiele, kann man vielleicht auch so, das heißt, hier werden wir noch was spielen, auch so, dass das klappt, ne? Ist sehr, sehr nett. Das ist ein 100-Meter-Rennen. Also, Sam, ich weiß, du bist im Real Life nicht so sportlich. Wie sieht es bei dir aus mit 100-Meter-Rennen? Welche Zeit hast du in der Schule? Wie bitte? Wie ist bei dir im Real Life mit 100-Meter-Rennen? Deine Sache oder ja nicht so? Der Lehrer sagt, zum Glück... Da hast du die Kamera. Der Lehrer sagt, zum Glück gebe ich keine Sechsen und Fünfen in Sport. Ah, das ist nicht die Rettung natürlich, ne? Aber das ist ja zum Glück kein Schulsport, sondern Mario und Sonic Sport. Und dementsprechend werden wir sehen, wie es hier ausgehen wird. Ne, gehen die noch ein bisschen gerade die Steuerung durch, dann muss ich noch ein kleines Spiel vom Bildschirm wecken. Kannst du noch ein ganz bisschen mehr nach links gehen? Danke sehr, vielen Dank. So, da schau, dass ihr natürlich einigermaßen freien Screen habt, aber wir müssen natürlich auch spielen lassen, weil wir wollen hier nicht in deren Spielerlebnisse einschränken, das ist ja ganz klar. Sam, ich glaube, ist oben oder unten? Sam, bist du oben oder unten? Ich bin unten. Er ist unten, Sonic, aka der andere Typ ist oben, und Sam hat es ja easy gemacht. Oh, nee, ich bin Scheiße. So läuft's, ne? Aber es ist ja kein Problem. 11 Sekunden, mein Rekord allein ist schon geschlagen, 3 Sekunden also. Ja, das hast du sehr gut. Wenn ich so gut ein Sport wäre, dann wäre ich ein Gott. Ja. Das ist Sport, ist Mord. Hast du 6 Sport bekommen? Nein, ich habe keine 6 in Sport bekommen, weil der Herr Englisch ein Ehrenmann ist und keine 6 gibt. Noch orange? Eine 5 hast du bekommen? Nein, eine 4. Ja, ich finde, ein Sport ist auch nur 1 bis 4 irgendwie einigermaßen vertretbar. Alles andere definitiv nicht. So, jetzt sind wir wieder drin in der nächsten Runde. Das Problem ist davon, dass bei Mats mir einfach Arme drin sind. Aber das geht strategisch besser, weil die Controller sind an Kabel festgemacht. Da kann man einfach nicht gescheit besser mehr ausweichen. Das ist ein bisschen so das Problem. Aber es funktioniert ja einigermaßen. Es hat der Sense wieder gewonnen. Ich frage mal Zeppelin, wie machst du das? Wie mache ich das? Warte ganz kurz, ich frage dich gleich. Oder wie herauszoomen hier. Wie machst du das? Was ist deine Taktik? Erstmal natürlich so starten. Wenn starten, am besten sofort starten und sofort strampeln. Und am Ende erst Supersprint benutzen, weil wenn du es einmal benutzt hast, dann verlierst du an Geschwindigkeit. Ich hab den Profi gehört und nun ziehen wir es nochmal hier in Aktion. Gestern können wir die immer hier so machen, ne? Das ist ja erst lustig. Es macht erst Spaß, das zuzusehen. Ja? Aber macht doch nichts, ist ja ganz normal. Bevor es sagen, jetzt könnt ihr euch nochmal einen anderen Sportart ansehen, oder? Wer ist der Wender? Fußball wollen. Fußball. Fußball ist doch immer schön. Bis auf die letzte WM. Ich bin hier Franzose. Frankreich, WM. So. So, jetzt muss da jetzt etwas umgestellt werden. Währenddessen kann man ja auch schon mal ein bisschen erzählen. Ich finde die Molotow soweit ist es cool. Und während die Anweisung machen, warten wir mal, bis das hier gleich weitergeht. So gut es geht, Junge, danke. Nein, nein, ich hab dich gerade ein bisschen weggezogen, deshalb ging das dann aber jetzt hier. So, jetzt geht's wieder. Mal sehen, Fußball. Jetzt fragen wir doch mal einen Herrn. Du kennst FIFA. Ja, ich kenn FIFA. Wird das hier das neue FIFA werden? Nein. Ich sag dir die Steuerung und das ist wirklich gar nicht gleich.
Das ist null gleich. Das ist sehr witzig, aber das ist kein bisschen gleich. Die Fans werden wissen, es gab nämlich schon mal am Mario Football, ich glaube sogar so mehrere, eigene Footballspiele von Mario, die durchaus auch sehr viel Spaß gemacht haben. Also ist eine nette Disziplin, aber klar, mit FIFA kann man sowas nicht vergleichen. Kann man echt nicht mit FIFA. Aber ich finde, von der Verhältnisse macht es trotzdem Spaß. Das haben wir nochmal. Okay. Team Luigi für Deutschland und Team Was? Mario für Mario. Ich bin Franzose. Ja, du hast Deutschland und Mario hat das Marioland, das Pilzkönigreich. Ja. Sehen wir nochmal, wie der Deutsche hier abschneiden wird. Fußball ist rein einfach auf Tasten, auf Controller drücken. Da gibt es nichts mit Bewegungsstörung, was ich jetzt auch nicht die Bewegungsstörung zeigen werde. Da ist Trainer für Splatoon 2 auch ein so geiles Spiel. Also das sind einfach auch gerade diese Sachen hier. Das ist Momente der Lieblingsmannshop hier. Einfach sowas zu spielen, zu kommentieren, mit anderen zu zocken, das ist toll. Ja. Und zu sehen, wie Sam irgendwie bei Fußball verkackt. Doch, wie Sam bei Fußball verkackt. Ist auch eine tolle Sache. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber das meint es dann aus der besten Zeit. Ne? Was sagen wir? Es ist toll hier. Und man denkt immer, ja, Molitor, passt dazu und ist schnell vorbei. Ich sag's, aber eigentlich kann man hier doch ganz so viel Zeit verbrauchen. Ne? Das ist. Aber so Rest, ne? Weil es ist wirklich, wirklich toll hier, macht alles wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß. Aber ich fand es erst toll, gerade hier sein, das zu machen. Aber mal sehen, vielleicht kann es ja noch was reißen in der Nachspielzeit, aber FIFA war noch nie so seins. Ole, 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 ole. Deutschland, Deutschland. Ah, aber das war eine knappe Kiste. Was für Zeit vorbei? Nee, ich glaube, Zwischenzeit. Halbzeit, mein Freund. In Fußball gibt es eine Halbzeit. Ja, du Bayern-Fan. Das ist ja so, plus da gibt's eine Halbzeit. Ja. Bayern München ist einfach ein sauguter Verein. Das ist einfach so. Jetzt hast du fast freies Feld. Komm, Affe, siehst! Ah! Ja, man sieht Bildschirm euch nicht, erwartet nur ein Bildschirm. Habt das rangezoomt, aber das passt ja doch so ganz gut, ne? Jetzt bei dem, hier habe ich wirklich die Kamera auch im Blick, hat es am Anfang nicht, aber jetzt habe ich das und jetzt funktioniert es auch gut, ne? Und nur wenn ihr das trinken hier, diesmal mach's keine Schleswerbung, keine Angst. Schleswerbung habe ich kein zweites Mal vor. Ja. So ist übrigens in der kleineren Perspektive aus. Ist hier einfach nur reines Tasten gedrückt, wenn man das haut, wenn man auf Tasten ranzoomt, ist einfach nur reines. Tasten gedrückt. Ja. Aber wir zoomen wieder rein, weil sonst gibt es da eigentlich bis auf das Gameplay auch nichts Interessantes hier für den Moment. Und Subdios ist ein bisschen wieder in der Nachspielzeit, aber von dem Netz. Was denn? Ein Tor müsstest du machen, sonst wird diese Runde für die Spiel mies ausgehen. Ja, da war's ja. Hehehe. Da hat er in der Nachspielzeit was gemacht. Da wird es über die Verlängerung gehen. Hehehe. Immer so, hehehe. Handwerk. Es gibt auch beim Resten Olympischen Spielen Fußball. Das spielt natürlich aber nicht Mbappé. Das spielt natürlich nicht die Nationalmannschaft mit. Jetzt haben wir Verlängerung. Viel Glück für die Verlängerung. Ich wollte noch was fragen und es geht zu dir los. Fragst einfach trotzdem. Meinst du, willst die Verlängerung gewinnen? Warte, wo ist nochmal mein Tor? Okay, er ist kompliziert, er muss erstmal das alte Tor finden. Dabei wollen wir ihn natürlich nicht stören, weil er soll ja, er darf das nicht gut spielen. So, dann zoomen wir mal wieder ans Gameplay und dann könnt ihr da mitverfolgen. Wie ist denn? Gnadenlos, grandios am Fall, Leon ist. Haha. Aber man gönnt ist ja sonst nichts, dann muss man das hier einfach gönnen. Das ist einfach so. Und ich muss erst sagen, es merkt bei der Molte, es sind Leute, die haben, können sich vielleicht keine Konsole leisten oder so, die sind einfach hier und zocken. Und das macht Spaß, es gibt ein tolles Feeling, das freut sich auf Weihnachten und bei den einen oder anderen tut er bestimmt dann nochmal ein schönes Spiel unter einem Weihnachtsbaum landen, im Adventskalender oder so. Und das ist doch eine tolle Sache. Rote Karte, Betrug. Da beschwert sich sehr eine rote Karte, Betrug. Was war da los? Ihr habt es ja gesehen. Ne? Ich glaube eher vom Sinn aus, das zu sehen, aber ich sehe es ja auch. Arkaden. Zu einer Sache, wenn Leute, wenn ihr mit Einkaufswagen oder Fahrrädern aus der Gegend fahren.
Jetzt geht's nochmal, jetzt geht's Elfmeter-Season, oder? Auf die Kamera zu gehen, du kleine Bitch. Stimmt, ich bin ja vor die Kamera gelaufen, also das geht ja gar nicht, ne? Mach mal was draus jetzt hier, ne? Abgefuckt, ich hab sie, fuck you. Das ist ja super. So, komm, keine Anekdoten labern, sondern hier lieber, gut hast du es gehabt. Manuel Neuer bist du. Fuck Namen. Ah, komm. Manuel Neuer, Beste, Bayern, generell Beste, ne? Man ist auch umsonst der Torwart von der Nationalmannschaft, ne? Dass der kniest umsonst, der Spaß. Mario hat den Ball und da ist der tolle Zen. Wieso ist bei dir kein Verteidiger hinten? Aber du hast ihn immer... Immer hast du noch abgewehrt. Das ist dann ja doch eine sehr schöne Sache. Uff! Nein, Shadow, nimm ihn. Danke, Shadow. Nein, nicht Shadow. Na komm! Ja, Yoshi! Yoshi, Shadow, lauf nach vorne. Shadow gegen Pietz. Mal sehen, wer gewinnt. Und in die Ecke rein. Das ist echt Kopf an Kopf. Die nehmen das nichts. Die sind alle wirklich komplett gleich. Das ist Wahnsinn. Und! Oh! Das wäre eine Gelegenheit gewesen. Oh! Jetzt gibt's Elfmeterschießen. Den ersten nochmal so mal. So. Elfmeterschießen, die Reaktion ganz nice. Sie sehen noch ein bisschen mal rausgezoomt. Da konnte man hier mal wirklich so sehen, wie Sen hier. Sen! Yay! Und sehen, wenn er passiert, wird er bestimmt ausrasten. Also dir immer sehr nice zu sehen. Aber mal sehen, wir zoomen mal wieder hier ran, dann könnt ihr das auch wieder besser sehen. Ist dieses in Elfmeterschießen nicht ohne Grund spannend zu sehen, sowas, ne? Und da ist Sen eigentlich beide gleich, aber sollte. Sen, du musst alle treffen, denn sollte aber hier unser Kollege kein verschießen, ne? So, jetzt wird's spannend. Du musst den halten, vor allem darfst du im nächsten nichts verschießen, ne? Was? Ich hab nicht mal geschossen. Du hast nicht mal geschossen. Ich hab nicht geschossen. Er hat nicht geschossen. Ich will noch Revanche. Aber Fußball dauert zu lang. Aber okay. Dann will ich mal eure Revanche sehen. Ich bin gespannt. Ich stehe da hinten und kommentiere. Wir machen uns hier so krass breit und die haben einfach nichts dagegen. Richtige Ehrenleute von Nintendo, dass sie das auf jeden Fall erlauben. Weil die Tudokas und seit einer halben Stunde diese Spielestation hier einfach hier einnehmen und das ist den Rest. Dazu erst groß Dank an Nintendo. Und da, knappe Kill. Da packt er seine Skills aus hier mit Kopfball. Giroud hier, Luigi. Jetzt aber. Luigi ist Giroud. Ganz genau das denke ich mir auch immer. Gesundheit. So. Mal sehen. Jetzt ist Team. Ich sag immer Team Blau und Team Rot. Team Blau auf Vordermaß. Aber schafft Sonic den Ball abzunehmen? Nein, schafft er nicht. Das ist auch sehr gut so. Aber jetzt hat wieder Sand keine Verteidiger da hinten. Und das ist. Aber zum Glück das Tor abgehalten. Glücklichste Sache. Einwurf. Ja, du musst irgendwie einen hinten parken. Weil sonst. Zweikampf. Zweikampf leider verloren. Ja. Ich finde es doch immer lustig, wie die Leute einfach hier vor das in der Szene, was wir hier machen. Ja? Aber ist ja nicht jeden Tag so, dass hier ein Typ mit Mikrofon und Kamera rumsteht, im Shopping Center und ein paar Videoaufnahmen macht, oder? Wir dürfen das natürlich, haben es erlaubt bekommen. Wie gesagt, von Seiten Shopping Center und von Seiten von Nintendo. Aber so ein Spanien ist super. Jetzt faul! Wieso das denn? So eine Taktik. Aber der ging leider ein bisschen oben drüber.
kritische Lage hier, ne? Aber noch ist alles offen. Ja, oben sieht man die Zeit, die es noch läuft. Oh, aber das ist ein gesenkter Ball. Ob man die noch nutzen werden? Nein. Uff. Uff, uff, uff. Ah, gehalten. Zum Glück. Und ich glaube, die dritte Ecke hintereinander. Wird es setzbar, was sie werden? Nein. Dritte Ecke hintereinander. Du kannst. Oder das zweite. Ich habe nicht aufgepasst. Was? Zweite Ecke. Oh, und schon wieder abgewehrt vom Torwart. Jetzt aber die dritte Ecke. Und direkt schon verwandelt. Aber nein, da ist, wie heißt das Torwart-Ding eigentlich? Wie heißt der Torwart-Charakter? Weißt du, wie der heißt? Der kommt auch im Mario vor. Doch, der kam. Genau, kommt im Mario vor. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ah, war es doch ein bisschen neben dran. Ja, egal. Sagen wir einfach komisches Ding mit fetter Nase. So. Das ist eine gute Bezeichnung, wie ich finde. Noch? Aber ich spiele beide echt gleich. Deine Meinung ist Naja, jetzt ist Nachspielzeit, gell? Ja, meine ist ja Nachspielzeit. Ja, es ist auf jeden Fall echt spannend, soweit. Sehr ganz konzentriert. Dann fokussieren wir uns wieder ans Gameplay ran. So funzt es ja wunderbar. Und wieder ein Foul, ich sehe sogar durch die Kamera hier durch. Oh! Was ist denn jetzt hier passiert? Ich hab nicht aufgepasst. Ja, aber wenn er nicht aufpasst, ganz ehrlich, das ist. Aber er geht ja auf Ehre, ne? Aber wer geht, muss man die Ehre auch annehmen. Weil Ehre kommt da nicht sonst woher. Siehst? Tor! Yeah! Krasse Leistung, mein Freund! Und damit ist wieder alles offen. 1-0 für Deutschland. 1-1. Boah, ist ja dumm. 1-1 Deutschland versus Pilzkönigreich, das alles. Ich behaupte mal. Mario wird Pilzkönigreich sein. Ich denke mal, da sind wir uns soweit einig. Ah, der hätte. Ja! Yassi! Was weiß ich nicht. Das war. Eine Verkettung von komischen Sachen, die man nicht weiter beschreiben kann. Halten wir es mal dabei fest. Flanke hätte es machen können. Schieße! Ah! Wo war der Torwart? Der Torwart hat geblockt. Und da läuft wieder jemand. Nein. Torwart hat keinen Bock gehabt. Hm? Der Torwart hat gesehen, oh, da ist eine Melone, das passt vielleicht in meinen Rüssel rein. Das war geil. Ja, sehr nice. So, jetzt machen wir einen anderen Sport. Ah, nee, ist ja erste Halbzeit. Ich bin ja dumm. Sag ich es ja, manches Kind das hier. Nachspielzeit. Ja, habt noch eine halbe Minute. Wir reißen was raus. Ich bin da sehr zuversichtlich. Denn nach wie vor ist alles einigermaßen. Oh! Das war knapp bei. Was ist denn hier los? Also, Sen, musst deine Ehre wiederholen. Ein Tor. Der einzige Verlängerung. Go, go, go. Ole. Der Kollege gerade meinte, das ist ja gerade super, dass das ist bewegungsarmes Spiel, denn die meisten Spiele haben Bewegungssteuerung. Das hier nett, weil hier hat man wirklich nur ein Zollkorn. Ihr habt es ja vorhin bei anderen Spielen gesehen. Mal braucht man Zollkorn, also zum wirklich Bewegen. In dem Fall reißt, wenn man Tasten drückt. Als andere wäre beim Fußball aber auch ein bisschen kompliziert irgendwie. Ich meine, konntest du die Fußball-Bewegungssteuerung? Das wäre eigentlich eine geile Idee. Wenn man es wirklich so, wenn man zum Ball laufen. Wirklich, Luigi, du willst mich doch verarschen. Fußball mit Bewegungssteuerung. Wenn man sich bewegt, muss man auf der Stelle laufen, man sieht, wenn das Bein kicken. Das wäre doch eine geile Idee, oder? Was? Ah, okay, dann bist du spielfixiert, mehr gesund. Da sollte ich lieber nicht von der Seite voll labern. Aber komm, Jassi, jetzt! Komm, Jassi, das hast du! Flanke, komm, Sado! Yeah! Lass ein! Ole! Das wird jetzt so ein Türkisch. Ja, alles gut. Sag es ja, ach, ich bin komplett plain AFK. Jetzt geht's in die Verlängerung, da bin ich aber gespannt. Ich muss aus dem gleichen Elfmeter schießen, ne? Da sind wir mal sehr gespannt. Hä? Uff!
Ja, ist natürlich nicht dazu, wer wohin sieht, weil so ist das am fairsten. Über den Kopf drüber. Hat Torwart einfach keinen Bock gehabt. Ah! Ja, ich glaube, Sven, das müsste jetzt carryen. Sollte der jetzt drin sein, sieht's gut aus. Und der ist drin! Jetzt müsste der andere treffen, wenn er es noch gewinnen will. Sonst hat Sven Stand jetzt gewonnen. Nee. Der war drin. Aber wenn Sven jetzt den trifft, dann hat er gewonnen. Es wird spannend. Wenn er den jetzt trifft, hat er gewonnen. Ich schieß rechts. Sollte er jetzt treffen, geht's in die Verlängerung. Sollte er nicht treffen, dann hat Sven gewonnen und es geht in die Verlängerung. Verlängerung von der Verlängerung sozusagen. Ich bin gespannt. Jetzt ist der Final Exam. Der jetzt hieß, der gewinnt. Und das war nicht Sven. Sollte Marius Bonsaf jetzt treffen, haben die gewonnen und sind Weltmeister. Aber er trifft und damit. Gut gespielt. Andere Partie, das dauert zu lang. Ich würde sagen, eins haben wir uns doch an, dann setzen wir noch sowas anderes rüber, weil ich glaube, wir können auch eine Stunde lang hier dabei stehen. Weil ich eine ganze Zeit schon seit einem Dreiviertelstunde gefühlt die Station hier für uns hernehme, wieso nicht? Ein etablieren schauen wir uns noch an. Das sehen wir uns nicht. So soll es aussehen. Wenn euch das gefällt, gerne mal Abo und Like da lassen auf Ehre. Und falls ihr so vielleicht in der Nähe von München wohnt und nächstes Jahr auch hier seid, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Könnt ihr auch mitzocken, dies, das. Immer cool, wenn Leute von München dabei sind, mitzocken. Macht sehr viel Spaß. Was? Wer ist der komische Typ? Ja, Ehre, ja. Haben wir so einen gleichen Fan hier getroffen. Aber es geht los. Und mal sehen. Geiler Star. What the fuck? Oh, okay, mein Lieber, das ist ja eine schnelle Kampfsportart. Die geht sehr rasant. Ja, und da ziehen wir auch wieder rein, damit ihr das ein bisschen mehr vom Gameplay seht. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Und da tut ihr jetzt ein bisschen hier. Ist das nicht schön? Ist das nicht spannend? Wir machen, glaube ich, erst sogar einen dritten Part draus. Dann nach der Disziplin, wir machen drei Parte draus, liebe Leute. Weil nach der Disziplin werden wir den Part beenden, aber das vorbei ist, noch einen letzten machen. Und dann haben wir drei Parte. Ich glaube, das ist dann mit dreien auch ganz gut aufgeteilt. Behauptet ihr es so mal das Mal. Oh. 9 zu 10. Das macht Spaß, ne? Ja. Ja, nach der Disziplin. So, ja. Aber wir starten noch keine neue Disziplin, bitte, weil ich will einen neuen Part machen. So. Die machen wir doch machen wir im nächsten Part. Bogenschießen. Machen wir im nächsten Part. Wir machen hier noch weiter im nächsten Part. Hey. Ja. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Verabschiedung. So, Leute, das war's soweit mit dem Part hier. Wir verabschieden uns jetzt noch Sven soweit für dich. Doch. Ja, dann machen wir jetzt mal Bogenschießen. Whatever, dann machen wir noch die Disziplin, ist ja auch ganz nett. Dann war ich sehr gespannt. Ich zoome wieder hier rein ins Gameplay. Ja, die AB-Sache ist ja durchaus auch immer sehr nett. Sehr nette Sache jetzt. Wieder das Gameplay. So, Luigi vs. Pete. Nicht ohne Grund Pete gewählt. Jetzt. So. Schauen wir mal an, wie das hier sein wird mit Luigi. Und danach haben wir natürlich noch eine schöne Verabschiedung und ein Fazit. Das war auch dann. Werden wir da hinten vor dem Nintendo Base machen. Auch da ist eine sehr schöne Ort, wo wir dann das können. Ich habe mir eine schöne Kulisse ausgesucht. Aber hier erstmal Bogenschießen. Das ist wieder mit Bewegungssteuerung, was eine sehr nette Art ist. Schauen wir da auch mal rein, wie der Sen das hier macht. Ihr seht es hier, er muss die Arme wirklich so
So, also er muss erstmal mit den Zollkunst irgendwie die Stelle fixieren, die er haben möchte. Und dann muss er wie so ein Bogen, sobald er da ist, einen Bogen dann ziehen und dann funktioniert das Ganze. Und nach dem Bewegungssaugen ist, siehst du hier, zieht er den Bogen und dann zielt er los. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ja, hier auch wieder sieht man, wie er hier die klasse Bewegung macht, die man wirklich einen Bogen abfeuern würde. Aber zaum mit Glas direkt mal wieder rein. Und das lief doch soweit ganz gut. Ah, sagen wir mal, die zweite von drei Runden, das ist aber insgesamt, die man hier erspielen kann. Oh, der hat wohl eine Special Power. Und die geht nicht mal an, glaube ich. Bist du weit unten? Hast du noch 24 Sekunden? Irgendwas funstern ist. Bisschen nach unten? Ja, jetzt! Baller! Bäh! Das Problem ist, es gibt doppelte Punkte und. Ja, das lief so weit ganz gut. Aber Runde 3 war es. Letzte Runde auf 60 Meter. 60 Meter ist so ein ganz sportlicher Abstand, die man hier auch sieht. Aber da haben beide relativ gleich abgerissen mitten in der ersten Runde. Also, dass ich Bogenschießen Real Life mache. Aber da musste ihr gewinnen, einfach der Ehre. Aber ich glaube, das funktioniert hier irgendwie, das Steuerung noch nicht ganz so. Es ist so ein Bewegungsdauer, mal funktioniert es nicht, aber generell tut das potenziell eher funktionieren, als nicht funktionieren. Gerade mit dem Arm und Kontrolle hoch, um zu schauen, dass der ganze Spaß irgendwie funktioniert. Manchmal tut es nicht, er tut währenddessen was reiben. Ja, damit hat Wilze gewonnen. Ehre. Was sagst du zu deinem Sieg? Sieg. Ganz genau das. So. Ja, Leute, das war soweit davon. Wir werden jetzt noch gleich verabschieden und ein kleines Fazit machen, Sven. Dazu verziehen wir uns an die schöne Yossi-Wand da hinten. Also das machen wir gleich. Ja, ist hin durch die Fritze, wie mal das Geld ist. Ja, ich kann aber meine Mutter schreiben. Ich habe gelernt. Ist das Geld, wenn ich das gelernt habe? Also, however. Ja, Jungs, alle abonnieren und kommentieren. Bester und YouTube-Kanal. So sieht's aus. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, gerne Abo da lassen. Und ja, das war's mit Mario und Sonic. Und war ein tolles Spiel, was durchaus viel Spaß gemacht hat zu spielen. Und noch ein anderes Spiel, werden gleich noch ein kleines Fazit machen. Sam klärt was im Hintergrund währenddessen und ist ein bisschen gleich weg in der Minute. Ungefähr. In der Minute sind wir weg. Ja, nicht gut, ich warte, bis du fertig bist. So. Wir können es ja trotzdem mal nach hinten verschieben, oder? Weil wir machen eh gleich die Verabschiedung, ne? Kannst du schon nach hinten verschieben, wenn du möchtest. Ja, wir gehen erstmal nach hinten, weil da tun sie eh gleich verabschieden. Vielleicht ist es eigentlich ganz nett da, wobei das sind es gerade Leute. Ah, das machen wir gleich dann. Ja doch, das läuft geht. Läuft gerade wunderbar. Hm? Läuft gerade wunderbar. Ah ja, das Netz hier. Ich weiß, das ist eine sehr tolle Sache. Also wir sollen gerade noch was im Netz in der Grund zu schauen. Weil das gestern muss sagen, das Spiel hat mir, das den ganzen Tag hat mir soweit sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir klären gerade was im Hintergrund. Ich habe währenddessen zeige ich euch einfach mal die Nintendo Switch. Oh, ist tot. Ja, uff. Ich will auf jeden Fall noch die Nintendo Switch Lite zeigen. Das machen wir einfach mal jetzt. Willst du die auch noch ansehen? Wobei, die willst du auch noch ansehen. Das machen wir dann gleich. Wobei, doch, wir gehen da jetzt einfach so mal das Wind hin. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, wie ich es mir denke.
Es funktioniert schon mal nicht sogar. Doch, es funktioniert sogar. Das Ding hier, meine Freunde. Ja, es funktioniert nicht. Dann nehme ich es einfach raus, um euch das zu zeigen. So. Das Ding hier ist die neue SWIT Lite. Das habt ihr einer noch nie angefasst gehabt. Darauf bin ich sehr gespannt. Wie macht das am besten? Jetzt, wenn man kam, man braucht es nicht da. Sie weiß, die SWIT Lite. Seht ihr, die ist im Vergleich zu der SWIT viel kleiner. Hä? Gut, Zern ist gerade beschäftigt, aber auf jeden Fall, das ist für's Leid. Und wenn man, kann man gesagt, einen großen Vergleich machen, ja. Wenn wir mal hier die Switch Lite mit der Switch vergleichen, da fällt schon auf, Switch Lite ist um einiges kleiner als die Switch. Oh mein Gott, das fällt jetzt erst so richtig auf. Ja, das passt drauf auf. Ja, da ist auf jeden Fall die kleine Switch da, die große Switch. Nee, der hole ich gleich. Finden wir nochmal geswitcht, die Nintendo Switch, die kleine, oder so. Ja, genau, das ist nochmal eine Switch Lite, ja, also die sieht so aus. Schon von der Größe her, das ist kleiner. Das ist aber praktischer für die, die einfach kein Fernseher haben. Erstens billiger, zweitens kleiner und drittens, man kann trotzdem genauso gut spielen. Das stimmt. Es gibt ein paar Spiele, die man natürlich nicht spielen kann, weil man die, red einfach. Ja, vielleicht, willst du die Switch Lite noch kurz ausprobieren? Nein. Ich hab überhaupt keinen Bock, die noch auszuprobieren. Ich möchte gerne meine Switch spielen. Ja, wegen gleich wieder da, ganz kurz. Nice. However, auf jeden Fall, das hier ist eben die Switch Lite hier nochmal von der blauen, damit man einen Eindruck bekommt. Ja. Danke. Es ist echt witzig, so die Reaktion hier mal zu sehen. Hier war gleich eben nochmal die normale Switch dazu, ne? So. Ja, ne? War ja soweit eigentlich ganz nett. Die werden gleich noch ein kleines Fazit machen. Ich glaube, das machen wir erst da hinten vor der Nintendo-Wand. Das Haus, dass das gleich nochmal organisiert bekommen. Vielleicht will das Sam doch mal. Oder kannst du mir vielleicht nochmal kurz einfach halten, nur dass du auf den Tisch filmst. Du darfst keine Leute, pass mal auf, weil dann sage ich es dir mal ganz hinterher. Also hier haben wir nochmal die Nintendo Switch Lite. Das ist gar nicht so einfach, ey. Das ist nicht ganz so. Ja doch, so sieht der ganze Spaß aus. Und wie man merkt, die ist viel kleiner wie normales Switch. Und ja, aber sonst ist. Ja, ich habe da gerade so einen Vergleich gemacht, man merkt es schon direkt, ne? Und auch sonst, die viel Handlich ist da unter, wird es frei. Also stecken wir das Ding jetzt aufs Stativ und gehen einfach da nach hinten. Gehst du mal hin, Sven? Geh mal da hin, damit das Hongkong zu einer Größe passt. Oh, das ist natürlich noch nicht. Jetzt aber. Natürlich ist verabschiedet, du musst immer von tollen Nintendo-Hintergrund sein. Machen sie erst so derbe breit. Also, sieht man uns beide? Sieht man uns beide? Funktioniert wunderbar. Okay, also, ne, wir haben da jetzt ja viel hier erlebt bei der Nintendo Xmas Mall Tour, was dann eine sehr, sehr tolle Aktion war. Ich blende vielleicht am Ende nochmal ein kleines Bild an, da kann man nochmal alles hier sehen. Wir sind ja mal hier drum filmen. Jetzt frage ich dich, Tullis, wie fandest du das generell? Ich finde es sehr gut eigentlich. Vielleicht schade, dass es nur einmal im Jahr ist, aber sonst eine sehr gute Idee. Weil, ja, wie ich schon mal gesagt habe, für alle, die eben nicht genug Geld haben, eine Switch zu kaufen, können dann einfach einmal dann hierher kommen, dann Spiele spielen. Und dann wissen die wenigstens, für was sie die Schule machen. Dass sie entweder Programmierer werden oder später ganz viel Geld verdienen, damit sie Konsole kaufen können. Ja, so läuft das. Ich fand es wirklich sehr cool. Auch cool, dass sie das machen natürlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dafür, was war vielleicht nochmal dein Highlight, Sven? Hier von dem allen, was du hier antesten konntest?
Ich fand die Olympischen Spiele echt cool. Sonst fand ich das Swing Fit natürlich, das ist auch nicht schlecht. Auch wenn. Konntest du dir ein Let's Play vorstellen? Nein. Nein. Nein, das ist zu sportlich, ne? Ja, zu sportlich. Aber Mario und Sonic, das kann man schon mal verraten, das werden wir Let's Play nächstes Jahr. Kannst du mal drauf freuen? Ja, na klar werde ich mich drauf freuen. Zu Rest. Und ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich an Nintendo und an den Erwin, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich ganz selbstverständlich. Wir durften heute locker eineinhalb Stunde filmen und das Ganze hier kommentieren. Das war sehr, sehr nett dafür. Vielen Dank. Danke an Nintendo. Ja, danke, dass es geklappt hat. Danke auch hier an die Betreiber von der Shopping Mall, dass sie das erlaubt haben. Vielen Dank. Danke an Tristan Eis fürs Zuschauen, für den krassen Support immer. Wir werden nächstes Jahr wieder dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke Nintendo, fuck Apple. Danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.